Das Thema, über das ich mit euch sprechen möchte, erstmal muss Alexa ihren Zwieback haben, ist Qisao. Qisao, das sind die klebenden Hände des Wing Chun, die berühmteste Übung aus dem Wing Chun. Und viele Leute schreiben mir und sagen, was soll der Quatsch? Die sind vielleicht aus anderen Kampfkünsten oder interessieren sich für MMA und können nicht begreifen, was für einen Sinn das haben kann. Das kann ich auch keinem übel nehmen. Aber es ist so, dass jede Kampfkunst irgendwelche Übungen hat, die für die Kampfkunst selbst durchaus Sinn machen, aber sich Außenstehenden nicht so leicht erschließt. Wenn ich an Judo denke mit den Fallübungen, dann denkt man sich, warum soll ich fallen lernen? Ich will ja gar nicht fallen. Oder im Ringen, ja, warum muss ich eine Ringerbrücke üben? Ich will ja gar nicht so kämpfen. Und so hat jede Kampfkunst hat irgendwelche Übungen, die sehr viel Sinn für die Kampfkunst machen, aber Außenstehenden unbegreiflich ist. Und kann man natürlich sich dann wundern oder vielleicht ein bisschen tiefer eindringen in das Gebiet oder sagen, interessiert mich überhaupt nicht, und einfach sich was anderes angucken. Aber einige können es dann nicht über sich bringen und die müssen dann da abfällige Bemerkungen absondern. Um das Problem zu klären, was Qisao ist und was es sein soll, muss ich vielleicht ein bisschen ausholen und erklären, dass Qisao eigentlich nichts anderes ist als das, was ihr aus dem Boxen kennt und was die meisten im Boxen nicht gerne mögen, nämlich das Clinchen. Zwei Leute boxen gegeneinander und der andere fängt plötzlich an zu klammern oder die Schläge des anderen zu stören und es kommt kein schöner, sauberer Kampf zustande. Und wenn man die alleine lassen würde, dann würde daraus bald Ringen entstehen. Also muss der Ringrichter kommen und die beiden trennen. So gesehen ist der Clinch eine sehr gute Möglichkeit, sich vor den Schlägen des Gegners zu schützen und auf eine Gelegenheit zu warten, wo er dann doch seine eigenen Methoden einsetzen kann. Ich würde euch gerne aus meinem Buch ein Kapitel vorlesen, wo ich genau auf dieses Thema eingehe. Auf das Clinchen oder, wie man das im Wing Chun nennt, auf das Qisao. Das hier ist das Buch, von dem ich rede. Es ist jetzt fertig und wartet darauf, dass die Drucker drucken dürfen. Es hat hier 340 Seiten in dieser Version im Manuskript, aber wenn es rauskommt, möchtest du wieder gehen, mein Spatz, oder willst du ein bisschen bleiben? Komm, ich gebe dir noch einen Zwieback, dann bleibst du gleich noch ein bisschen. Guck mal. So, Achtung. Nein? Hat mich ja gewundert. Und nun haut sie extra ab. Habe ich vergessen, wenn sie ihren Zwieback bekommt, dann versteckt sie sich immer und flüchtet mit dem Zwieback. Gut, also ich möchte euch aus dem Buch ein bisschen was vorlesen. Ein, zwei Seiten. Hier ist es. Es wird, wenn es fertig ist, etwa so aussehen. Dieses Format, das ihr schon von meinem Buch Inneres Wing Chun kennt, Kursbuch, dieses wird 40 Seiten mehr haben, aber das Format wird ähnlich sein. Dieses Handschmeichler-Format, schön gebunden, sehr angenehm gemacht, mit so einem Faden hier, mit dem ihr immer guckt, auf welcher Seite ihr gerade seid. Also eine bibliophile Ausgabe, weil das Thema eben das Wichtigste im Qisao ist, wird der Einband Gold sein. Beobachten wir Boxkämpfe im Ring, fällt uns auf, dass aus der sauberen Boxerei schnell ein gegenseitiges Einklemmen und Verhaken der Arme wird, sobald sich die Gegner zu nahe kommen. Der Ringrichter muss sie dann verwarnen und trennen, damit sie wieder das tun, was die Zuschauer erwarten, nämlich Boxen. Jetzt hat Alexi die restlichen Zwiebacke gefunden, die restlichen Stücke. Unglaublich. Und hätte man den Kontrahenten die Hände nicht mit Boxhandschuhen zu Fäusten gebunden, leiser kauen,
Würden Sie auch die Handgelenke des Gegners greifen wollen, um ihn am Schlagen zu hindern? Diese vom Zuschauer eher ungeliebte Phase des Boxens nennt man Clinchen. Sie liegt in der Grauzone zwischen Boxen und Ringen. Erlaubten es die Regeln, würden Kämpfer hier Ellbogenschläge, Knietritte und auch Kopfstöße einsetzen, bevor der Kampf zu einer Art Ringen im Stand wird. Von der Menschheitsgeschichte der Kampfkünste her ist die wirklich unnatürliche Phase dabei das Boxen mit Fäusten, das sich zum Beispiel in Europa erst als Ausfluss des Fechtens entwickelte und in Japan unbekannt war, bevor man dort den ersten amerikanischen Boxkampf im Kino sehen konnte. Das Clinchen ist also vom totalen Kampf her die mittlere Phase, wo man sich so nahe gekommen ist, dass man ungern tritt und schlägt, aber noch nicht dicht genug ist, um leicht ins Ringen im Stand überzuwechseln. In dieser mittleren Distanz können Spezialisten allerdings durchaus noch Schläge und Tritte und schon Armhebel, Würger und Würfe realisieren. Insofern beinhaltet für mich die Clinch-Distanz alle Möglichkeiten des Kampfes in komprimierter Form. Einige asiatische Stile haben deshalb spezielle Methoden des Clinchens entwickelt, die wir hier Chisao oder klebende Hände nennen wollen. Andere Ausdrücke sind Fonsau oder Trapping Hands im Bruce Lee Kung Fu, Morsau bei bestimmten chinesischen Stilen, Pushing Hands im Tai Chi, Parkour hat spezielle Ausdrücke, im Okinawa Karate spricht man von Kakie, von Haken, Händen, oder von Mochimite, von klebrigen Händen. Im Original Li Kim Chao Kung Fu, später als Ili Chen bekannt, sprach man auch von Shisao und von Morsao und von Morkyu. Als ich vor einiger Zeit in Kiel meinem Budo-Freund Wolfgang Achterdan Karate im DKV und ein ausgezeichneter Kämpfer intensiv in die Chisao-Kün-Methode meines Wing Chun einführte, war sein fachmännischer Kommentar: Damit kann man im Infight unschlagbar werden. Das haben inzwischen auch manche über den Zaun blickende MMA-Größen wie Anderson Silva entdeckt, die deshalb zusätzlich zu ihrem eigenen Programm Chisao üben und an der Holzpuppe trainieren und damit sogar in Wettkämpfen mehr oder weniger erfolgreich experimentieren. Denn es muss dabei beachtet werden, dass diese Chisao-Methoden für den Nahkampf entwickelt wurden, aber in der Distanz modifiziert werden müssen. Bruce Lee, der nur an der eigenen Entwicklung interessiert war, hatte am Anfang noch das Hauptgewicht seines Trainings und auch seines Unterrichts mit Jesse Glover, Ed Hart, James DeMille auf Chisao und auf Trapping Hands gelegt. Nachdem er es aber selbst perfekt beherrschte, nicht weiter unterrichtet, sondern den Fokus auf die andere Rolle, nämlich auf das Umgehen der Chisao-Arme des Gegners und auf schnelle Angriffe gelegt. Allerdings verfügt kaum jemand über die angeborene Schnelligkeit von Bruce Lee, Chisao-Arme geschickt umgehen zu können, denn
wenn man das richtig kann, sind die immer irgendwie im Weg. Dankeschön. Liebe Freunde, ich würde gerne dem Thema Clinchen und Chisau noch etwas hinzufügen, was wichtig ist, um überhaupt dieses seltsame Wing Chun zu verstehen oder überhaupt die chinesischen Kampfkünste zu verstehen. Im Gegensatz zum Boxen, wo man einen Fauststoß abschießt und schnell zurückzieht, macht man das in den chinesischen und eigentlich auch in den japanischen Stilen nicht, was für Verwunderung sorgt, aber seinen Grund hat. Ich habe in meinem Buch ein kleines Kapitel darüber geschrieben, was ich euch ganz gerne zum Besten geben würde. Das Thema heißt Arme als Brücke zum Gegner. Die typische Kampfesweise vieler chinesischer Stile und auch japanischer Stile wie Karate, weil Karate ist ja auch nichts anderes als japanisches Kung-Fu. Für uns Leute aus dem Westen, die wir Boxen zu sehen gewohnt sind, wird die Kampfesweise des Wing Chun und der inneren Stile, die taktil-kinästhetische Methoden benutzen, sehr ungewohnt. Deshalb ist es zum Verständnis unserer Arbeit unerlässlich, sie kurz hier zu erklären. Es geht um das Stehenlassen der Arme nach dem Stoß. Während man im Boxen seine Fäuste zum Gegner abschießt und schnell zurückzieht, arbeitet man in den meisten chinesischen Stilen, die sich übrigens auch Boxstile nennen, ganz anders. Man zieht seine Fäuste nach dem Stoß meist nicht zurück, sondern lässt sie vorne wie eine Brücke, die beide Kämpfer miteinander verbindet. Man hakt sich buchstäblich wie ein Krake in den bzw. die Arme des anderen ein oder man greift seine Oberarme oder Handgelenke. Erfahrene Kämpfer können mit Hilfe ihres Muskelsinnes sogar die Absicht des Gegners lesen. Das ist ähnlich dem Clinchen im Boxen. Die Wirkung ähnelt ein wenig der des Clinchens im Boxen. Der Gegner wird durch den Reibungskontakt daran behindert, kräftige Schläge landen zu können. Der tüchtige Wing Chun-Kämpfer kann seine Angriffe aber über die Brücke schicken und er kann seine Kraft zum Beispiel mit Hilfe der Rotation auf den Gegner übertragen. Man will eine feste Verbindung, also eine Brücke, zu den Armen des Gegners herstellen. Aus der Absicht der Verbindungsherstellung resultiert auch die Kampfstellung eines Wing Chun-Kämpfers, der einen oder gar beide Arme dem Gegner entgegenstreckt und ihm in dieser Haltung entgegensteht oder seinen Angriff erwartet. Sobald die Berührungsaufnahme erfolgt ist, gilt die Brücke als gebaut. Im Wing Chun spielt deshalb der gemeinsame Punkt der ersten Berührung mit dem Gegner, den ich im Kursbuch Inneres Wing Chun, hier ist es nochmal, den Meeting Point nenne, die wichtigste Rolle. Alle Strategie und Technik und alles Üben sollte sich um ihn drehen, diesen ersten Punkt der Berührung. Nachdem wir gelernt haben, uns mit uns selbst zu vereinen, dazu dienen die Formen, im japanischen Katas genannt, die Körpereinheit zu erlangen, müssen wir lernen, unseren eigenen vereinten Leib mit dieser Berührungsstelle zu verbinden, bevor wir von diesem gemeinsamen Punkt den gesamten Leib des Gegners erobern. Dankeschön.